Ja, hallo? Ach, du bist es. Na, was gibt's denn Schönes? Was? Eine Bekannte hat Games und möchte sie verkaufen? Sie will sie zu GameStop bringen? Ja, und was ist das so? Okay, du schickst mir mal Bilder. Ich meine, ich bin natürlich interessiert, das weißt du ja. Ja, dann zeig mir mal die Bilder. Aha. Ja. Nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Oh, ihr seid auch da. Ja, mir wird hier gerade ein Game Lot und angeboten. Ich meine, ja, soll ich zugreifen? Naja, gut, ich greife wohl zu. Das klingt echt vielversprechend. Also, ja, ich check die Lage, hole die Sachen ab und dann sehen wir uns nach dem Intro weiter. Ja, also ich würde mir das dann angucken. Ja gut, ich komme dann heute Abend vorbei. Also ganz schnell, ne? Okay. Ja, das war eine echte Überraschung. So wie ich es eben hatte, das war es wirklich abgelaufen. Lediglich mein Bruder den Anruf angenommen. Aber wir haben dann einfach mal uns das angeguckt und das war echt vielversprechend. Und da sind einige Sachen dabei. Man hat sich auch relativ schnell dann auf den Preis geeinigt, weil im Endeffekt, das hört sich doof an, aber die Person, die Bekannte, wollte oder die Bekannte der Bekannten wollte den ganzen Game Lot, den sie hatte, komplett loswerden und nach GameStop bringen. Und zu deren Konditionen haben wir dann gesagt, komm, rechnen wir zusammen und haben dann einen fairen Kurs ausgemacht. Ja. Ich sag ganz ehrlich, der ganze Kurs, das waren 250 Euro. Ob es das wert ist, das seht ihr jetzt gleich, denn ich schaue mir mit euch die Sachen an. Als erstes zeige ich euch die technischen Geräte, die dabei waren, und dann die Spiele. So, und wenn ich die Technik euch zeige, dann ahnt ihr auch schon, um welche Art Games es sich handelt. Gut, wie gesagt, der Preis wäre auch so ungefähr nicht von allem sicherlich, weil GameStop nimmt ja nicht mehr alles an, ungefähr bezahlt worden, aber egal. So, der Anfang machen zwei Netzteile. Gut, wenn ihr seht Netzteile, da ahnt ihr doch schon was. Ja, genau, es handelt sich um DS und 3DS. Und zwar habe ich hier einmal einen, ich glaube, türkisen DS, also die Geräte funktionieren, sind getestet. Einer hat, oder beziehungsweise die DS haben leider jeweils eine Macke. Hier ist die Folie ziemlich zerkratzt. Das ist zum Glück eine Schutzfolie drauf. Das heißt, die muss vorsichtig entfernt werden. Und dann hat man wieder eine schöne klare Sicht. Und hier oben ist auch eine Schutzfolie drauf. Sehe ich, die hat auch ziemliche Blasen geschlagen. Ja, die muss auch mal ausgetauscht werden. Ansonsten ist alles noch dabei. Hier ist der Stylus ist noch dabei und ja, hier ist so ein Anhänger gewesen für so einen Ersatz eigener Stylus, sage ich mal. Gut, das kann man entfernen. Wie gesagt, zwei Schutzfolien sind drauf auf dem Ganzen, somit ja, sieht das nicht schlecht aus. So, was war noch dabei? Und dann kam diese Tasche zutage und da drin ist ein zweiter DS. Diesmal der ja, rosane. Auch der Stylus ist dabei. Hier ist aber leider eine Macke. Ich muss vorsichtig sehen. Er funktioniert. Auch hier sind beides Folien drauf. Aber leider ist hier gebrochen. Er funktioniert, aber das ist der einzige Manko. Er ist da gebrochen. Gut. Und dann gab es noch einen dritten. Ja, drei Geräte, ja. Und zwar in dieser genialen Pokémon-Tasche. Ja, ihr seht, schöne Pokémon-Tasche. Hier steht auch Nintendo 3DS XL, also richtig offizielle Tasche. Und ihr ahnt, was für ein Gerät da drin ist. Ja, ein 3DS XL. Und der ist in sehr schönem Zustand. Schön in Silber. Auch hier muss ich gucken. Ich glaube, es sind auch. Er muss noch mal ein bisschen die Folie noch gereinigt werden, aber auch super. Der Stylus, alles top. Schönes Gerät, alles funktioniert super.
Die Tasche ist auch fast leer. Das einzige, da ist von DS Cooking Mama drin. Natürlich nicht allein, denn die Box ist nicht dabei. Aber das Modul von Cooking Mama ist da drin. Ich lasse es jetzt hier mal drin liegen. Auf jeden Fall, ihr seht, das sieht alles sehr gut aus. Und jetzt, ja, gab es noch eine ganze Kiste voll mit Games. Ja, ihr seht, also ich sage ja, 250 Euro lohnt sich das. Das müsst ihr entscheiden. So, mein Handy kurz zur Seite. Und wir fangen auch gleich an mit einem Highlight hier. Also die meisten Sachen sind auch komplett. Irgendwo fehlte ein Handbuch oder so, wo es Handbücher gab. Ich schaue gleich mal rein. Aber hier haben wir meine Tierklinik in Afrika. Mega Highlight. Ach, kann man so hinlegen, genau. Aber hier für 3DS. Super Street Fighter 4 3D Edition. Auch hier komplett. So, ich mache mal DS und 3DS. So, ich nehme mal gleich einen ganzen Stapel an Games. Und hier kommen auch schon wieder die nächsten Highlights. Mein erstes Katzenbaby. Ja, das wäre vielleicht bei GameStop nicht unbedingt gewesen. Ja, Super Kollaps. Ist mir ja so eine Art Tetris-Klon, kann man fast so sagen. Dann haben wir hier Gardening Mama. Ist auch so ein, ja, ein schöner Sammeltitel. Es bleiben auch welche in der Sammlung, also keine Angst, Leute. Aber es hatte sich halt ergeben. Das war ein ungeplanter Kaufdeal. Wie gesagt, Gardening Mama. Und dann haben wir hier Touchmaster. Das sind so 23 Minispiele. Und Prinzessin Lillifee, Feenzauber. Also ihr seht, wertvolle Games. Und ja, es ist schon diese 250 Euro wert. Das Spiel Lillifee ist übrigens drin. Ups. Ja, also, was haben wir denn noch hier? Komm, die nächsten Highlights. Lernerfolg Grundschule Mathematik. Na, Mathe, immer wichtig, muss man können. Ich muss ja auch den Deal zusammenrechnen, also das ist ideal. Ja, und hier auch, ganz wichtig, Pets, Katzenfreunde, ganz wichtig. Dann haben wir hier einen Disney-Klassiker, Wall-E. Die Disney-Dinger gehen eigentlich immer. Schönes Geschicklichkeitsspiel, so ein bisschen mit Wall-E. Ist auch komplett. So, ihr seht eine ganze Menge DS-Games und hier jetzt auch weiter mit Jubel Quest. Ja, ihr wisst, ihr seid schon so ein bisschen, ich merke es. Und hier auch ein echtes Highlight, sogar auch vollständig. Nintendogs. Ja, ihr seht's, ich weiß. Und ihr wollt wissen, kommt da noch was Besseres? Weiß ich nicht, müsst ihr gleich entscheiden. So, weiter geht's. Großartiger Klassiker, Mahjong. Dann haben wir hier noch, war mal sogar gebraucht, gekauft von für 20 Euro, My Sims. Da muss ich aber die Aufkleber noch entfernen, die sind hier noch drauf, also das ist noch. Lege ich mal hier vorne hin, damit ich weiß, das muss noch entfernt werden. Auch hier ein Spiel, was ich mal besaß, aber auch verkauft habe, weil es ist nicht mein Spiel gewesen. Ist sogar vollständig. Ist auch ein Titel, der sogar gefragt ist, verfolgterweise. World of Zoo. Gibt es auch für die Wii übrigens, habe ich auch mal gehabt. Dann haben wir hier Sims 2. Apartment-Tiere. Das fühlt sich so leicht an. Ja, hier fehlt das Handbuch. Hier fehlt das Handbuch. Aber ein Titel, was wirklich gefragt ist, Animal Crossing. Und das ist vollständig. Ja. So, weiter geht es. Sind nicht mehr viele Games. So, weiter geht's mit ein Spiel, was interessant klingt, wirklich mal was anderes. Fantasy Life ist ja auch so eine Aufbaustrategie. Das klingt wirklich interessant. Habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich mal was Interessantes. Das werde ich mir auch sehr gerne angucken.
Das Spiel, was ich aber auch schon habe, deswegen wird mich das verlassen, aber nicht schlecht. Die Siedler, wirklich ein gutes Spiel. Auch ein Klassiker aber mittlerweile. Ja, dann haben wir hier Pflanzen gegen Zombies, auch ein Klassiker inzwischen. Fühlt sich auch so leicht an. Aber vollständig, Modul und Handbuch drin. Module sind sowieso alle drin, das weiß ich. Ich bin mir nur nicht mehr so sicher, wo die Handbücher fehlen, weil ich glaube, die meisten hatten Handbücher. Hier ein Titel, den ich auch noch nie gesehen habe, aber natürlich heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Willkommen in Gravity Falls, die Legende der Zwergenjuwelette. Ja, die Gravity Falls ist ja eine TV-Serie, die recht erfolgreich ist. Sogar auch hier vollständig, kleines Flyer-Handbuch. Super. Und jetzt haben wir schon einen Klassiker, auch wenn es hier in der Nintendo Select-Version ist. New Yoshi Island. So, der ist leider auch nicht, ich weiß gar nicht, ob da ein Handbuch bei ist, auf jeden Fall, bei 3DS war es ja schon weniger geworden. Und ansonsten ist das Modul da, echter Klassiker, wie gesagt. So, und das war's jetzt, noch nicht, denn jetzt kommen noch 2, 4, 6, 8, 9 Games von der gleichen Art, also von der gleichen Franchise-Serie. Und ihr ahnt es schon. Das da ist nicht umsonst dabei gewesen. Ja, jetzt heißt es Top oder Flop, denn ist der ganze Lot 250 Euro wert? Das beantwortet mir bitte. Mir war es wert und ich behalte auch einen großen Teil davon. Natürlich jetzt nicht meine Tierarztpraxis und so weiter, sage ich ganz ehrlich. Da bleiben ein paar Spiele in der Sammlung, aber dadurch, dass es sich halt spontan ergeben hat und nicht ein gezielter Kauf war, war das auch eine Gelegenheit, das dann wieder, ganz ehrlich, das abzutreten an Sammler, vielleicht mit auf die Retrobörse oder die Polaris zu nehmen. Oh, ich bin ja jetzt auf der Retrobörse in Soltau, ich glaube sogar morgen, wenn ihr das Video seht. Und also am Samstag, den, was war das? 16. Dem 16.9. bin ich auf dieser Börse, aber auch im Oktober. Oktober bin ich auf der Polaris in Hamburg in der Retro-Börse. Da kann auch sein, dass ich da was von mitnehme, was ich jetzt nicht benötige. So, aber ihr wollt wissen, was sind die letzten 9 Spiele? Und ihr ahnt es, ich habe es ja angedeutet, es ist Pokémon. Und jetzt könnt ihr mir sagen, wichtig, gut oder nicht gut. Sind alle vollständig? Also, hier haben wir für den DS Pokémon schwarze Edition. Ja. Ist auch vollständig. Achso, hier ist noch ein anderes Spiel. Tekken 3D. Prime Edition ist übrigens auch noch dabei. Das habe ich jetzt eben vergessen zu zeigen. Auch cool. Auch mit Handbuch alles dabei. So, dann haben wir Pokémon Mystery Dungeon, Portale in Unendlichkeit. Und wenn ihr mein Flohmarkt-Video, das eine gesehen habt, den Titel hatte ich da auch schon mal gesehen, aber es war nur die Hülle ohne Modul. Jetzt hier alles, was wichtig ist, die Zettelage, sogar der Club Nintendo noch ungerubbelt, ist dabei. Na, ihr könnt sehen, aber hier oben nochmal so ein Aufklebersticker, der muss natürlich noch entfernt werden. Und hier habe ich jetzt Pokémon X. Auch ein Titel. Auch alles noch dabei, Anleitung und so weiter. Wie gesagt, auch nicht so häufig zu finden, habe ich irgendwie mitbekommen. Also so, jetzt habe ich hier noch 5 weitere Spiele. Eins für den DS, das als erstes, und zwar Pokémon Diamant Edition. Und jetzt geht's weiter. Ihr seht ja schon, wenn ich das so zeige, Farben. Hier haben wir Pokémon Omega Rubin. Pokémon Alpha Saphir. Auch hier, wie gesagt, wenn mit Handbuch und wenn solche Sachen dabei waren, dann sind die auch dabei. Teilweise sind die ja leider nicht mehr dabei, die Handbücher. Dann haben wir hier noch Pokémon Ultrasonne. Und das letzte Pokémon ist Super. Pokémon Super Mystery Dungeon. Okay, es kann auch sein, dass ich diesen Teil auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ich weiß, oder hätte mitnehmen können. Das weiß ich leider nicht. Denn wie gesagt, Modul war nicht drin, aber hier ist Modul drin. Ich habe auch nur Mystery Dungeon da gelesen, deswegen keine Ahnung, welches der beiden Titel es war. Ja, so, das war der Lot. Das war so ganz kurzfristig aufgekauft, wirklich
am Mittwochabend war es. Und danach, spät Nachmittag, dann haben wir einen Anruf gekriegt, verhandelt, abends abgeholt und so weiter. Das war auch der Grund, warum das Video jetzt am Freitag heute erscheint. Ich hatte einfach nicht die Zeit, das Video so schnell zu machen und zu veröffentlichen. Deswegen habe ich gedacht, heute am Freitag kommt es. Ja, und ihr seht, einen tollen Lot habe ich ergattert. Denke ich mal. Jetzt seid ihr dran. Sagt mir, wäre euch der Lot das wert? Hättet ihr gesagt, okay, komm, das sind DS-Spiele, ich sammle vielleicht kein Pokémon. Ich bin auch nicht so der Pokémon-Spieler, ob ich das aber in meiner Sammlung behalte, weil man hat ja schon echt einen riesen Stack davon. Ist schon was Besonderes, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich weiß es auch noch nicht. Es war so eine Sache, ja, take it or leave it. Und wir haben take it gesagt. So, und das war's. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Das ist das Wichtigste. Lasst uns schnacken. Was haltet ihr davon? Habe ich ja schon gefragt, schon dreimal, glaube ich. Jetzt sage ich nur noch tschüss und ich wünsche euch einen schönen Abend.